Willkommen auf drohnen.de. Wir haben uns in der Vergangenheit ja schon öfters mit dem Thema der neuen Drohnenverordnung und der Gesetzgebung beschäftigt, wo man fliegen darf, wo man nicht fliegen darf, welche Regeln man einhalten muss und so weiter und so fort. Die Frage bleibt jedoch bestehen, wie kann ich am besten selber herausfinden, ob ich eben an diesem Ort, wo ich gerade starten will, wirklich keine Gesetze verletze? Also sprich, bin ich in irgendeiner Flugverbotszone, bin ich vielleicht zu nah an irgendeinem öffentlichen Gebäude? Bin ich über dem Wohngebiet, bin ich an Hauptverkehrswegen zu nah dran oder sogar in einem Naturschutzgebiet und so weiter und so fort. Welche Höhe darf ich fliegen? Und die Frage stellt sich, warum gibt es dafür nicht einfach eine einheitliche App, die das Ganze eben ermöglicht und ähnlich wie in anderen Ländern, zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also Dubai und so weiter, die das eben von zentraler Stelle vom Staat aus zur Verfügung stellt. Und die gute Nachricht ist, diese App gibt es nun mittlerweile von der Deutschen Flugsicherung. Wir werden euch jetzt mal die App zeigen und ein paar Details und wie die Bedienung ist und auch einige Sachen, die nicht so gut funktionieren, aber prinzipiell eben schon mal den Ansatz, dort irgendwas zu schaffen, eine zentrale Stelle, wo man eben sich informieren kann. Dieser zentrale Ansatz ist natürlich schon mal klasse und wir schauen jetzt einfach mal rein. Die ganze App findet ihr zum Beispiel bei Apple-Geräten im App Store, natürlich auch kostenlos, indem ihr DFS für Deutsche Flugsicherung und dann am besten noch mit dem zweiten Wort Drohnen eingebt. Und dann seht ihr auch schon gleich, das Ganze nennt sich DFS Drohnen App. Die App ist programmiert vom Programmierer-Hersteller Unifly. Ich habe die App hier schon mal runtergeladen, ansonsten könnt ihr die hier dann alternativ eben runterladen und installieren. Ich klicke jetzt hier mal auf Öffnen und dann kommt auch schon der Anmeldebildschirm. Man muss sich dort, um die App nutzen zu können, auf jeden Fall registrieren und anmelden. Das habe ich schon getan. Ihr könnt das, indem ihr hier unten auf den Registrieren-Knopf hier unten in der Ecke drückt, müsst verschiedene Daten eingeben und bekommt hier auch die Nutzungsbedingungen angezeigt. Das ist schon mal der erste Punkt, der ein bisschen dubios ist, wie ich finde. Das wird sich sicherlich, wie gesagt, noch ändern. Wir sind da auch in Kontakt mit der Deutschen Flugsicherung, um die Sache da ein bisschen in richtige Bahnen zu rücken. Aber beispielsweise sind hier diese Lizenzvereinbarungen, die man hier in der App akzeptieren muss, andere und auch unterschiedlich und auch eine unterschiedliche Sprache, wie die, die man in der zugehörigen Webplattform, wenn man sich dort eben registriert, akzeptieren muss. Zum Beispiel gibt es in der Webplattform den Punkt 14 überhaupt nicht, der aber hier eben aufgeführt ist und der auch, wie wir finden, einige wichtige Paragraphen zum Datenschutz beinhaltet. Nämlich zum Beispiel, dass auch die Eingaben, die man in der App macht, also wenn man seine Flüge damit loggt, was man machen kann, also eine Art Fluglogbuch führen, dass die eben unter anderem eben auch zentral dazu benutzt werden, wie es hier wortwörtlich steht, zum Aufbau eines USA-Registers. Eines UAS-Registers für die Nachverfolgung von Unfällen. Das heißt, alles, was man dort eingibt, man muss das natürlich nicht machen, man kann die App auch nur benutzen, um eben zu checken, ob man dort fliegen kann, aber man kann eben auch seine Flüge damit loggen. Und wenn man das macht, dann muss man sich im Klaren sein, wenn dann irgendwas passiert, dass man eben auch nachverfolgbar ist und das hier für diese Datenbank anscheinend genutzt wird, um zu schauen, wenn Unfälle passiert sind, wer ist da gerade geflogen und war derjenige dann eben involviert. Dieser Paragraph von den Nutzungsbestimmungen ist zum Beispiel in der Webregistrierung eben gar nicht vorhanden und dort ist auch alles auf Englisch. Hier in der App scheint das aber alles relativ sauber aufgelistet zu sein und so kann jeder für sich selber eben entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Wir schauen uns das Ganze aber trotzdem einfach mal an, klicken auf Akzeptieren. Man muss sich dann mit seinen eigenen Daten registrieren, Vorname, Nachname, E-Mail, die Adresse, Mobilfunknummer, Geburtsdatum und Passwort. Das Ganze haben wir schon gemacht. Ich melde mich jetzt hier kurz mal mit den Daten an und dann geht es weiter. So, ich habe mich jetzt eingeloggt. Typischerweise bei euch nach der Registrierung bekommt ihr aber erst nochmal für die Registrierung eine E-Mail geschickt an die E-Mail-Adresse, die ihr eingegeben habt, einfach um diese zu verifizieren und müsst dann in der E-Mail nochmal einen Link klicken, sodass euer Account wirklich freigeschaltet wird, bevor ihr euch anmelden könnt. Was bei euch dann auch als erstes aufpoppen dürfte, was wir hier schon vorgearbeitet haben, ist ein Bildschirm, der sich letztlich damit beschäftigt, welche Drohnen ihr selber habt, also eine oder mehrere. Und die könnt und müsst ihr dann in der App auch anlegen, bevor ihr die App benutzen könnt. Was ja auch sinnvoll ist, weil die Gesetzgebungen ja abhängig vom Gewicht und von der Art der Drohne sind. Und dazu muss die App natürlich wissen, was ihr genau fliegt, um euch anzeigen zu können, ob ihr dort, wo ihr seid, auch überhaupt fliegen dürft oder ob ihr irgendwelche
Gesetze verletzt oder eben nicht. Wir haben hier beispielsweise mal eine Phantom 4 Pro angelegt mit dem eigenen Gewicht. Das Gewicht ist da natürlich mal wichtig und ausschlaggebend. Dann nochmal eine Testdrohne mit über 7 Kilogramm und ein Inspire mit 2,95 Kilogramm, damit wir einfach zwischen den verschiedenen Bereichen auch mal dazwischen sind, weil diese Grenzen sind ja bei 250 Gramm, 2 Kilogramm, 5 Kilogramm. Das sind ja so die Grenzen, wo sich die Gesetzesgebung und Verordnungen noch ein bisschen ändern. Dazu haben wir euch ja auch schon andere Videos mit ausführlicher Erklärung zu der Drohnenverordnung gezeigt oder erstellt. Hier oben blenden wir euch gerade mal den Link ein, wie ihr auch zu den anderen Videos kommt. Wenn ihr die Drohne dann angelegt habt und ausgewählt habt, wir nehmen jetzt mal hier die Phantom 4, dann kommt ihr einfach zum Hauptbildschirm. Ihr könnt jederzeit hier unten über dieses Icon eben auf eure eigene Position zoomen, wo ihr gerade jetzt seid. Ihr könnt aber auch in der Karte hier oben über das Suchfeld jeden anderen Ort, an dem ihr eben euch nicht gerade befindet, aber gegebenenfalls eben in den nächsten Tagen fliegen wollt, hier oben den Ort suchen oder einfach in der Karte rum und wegzoomen und einen anderen Ort auswählen und durch langes Tippen auf dem Ort dann eben auch diesen aktivieren, um zu schauen, wie dort eben die Regulatorien und die Gesetzgebungen sind. Wir gehen jetzt aber hier gerade mal auf die aktuelle Position. Man sieht ja auch schon so einen roten Rahmen, der zeigt dann Gebiete an, wo man nicht fliegen darf. Es ist immer nicht gleich ersichtlich, worum es da drin geht. Aber wenn man dann eben in der App hier oben auf das Symbol klickt, dann wird einem auch angezeigt, was momentan alles okay ist oder was nicht okay ist. Wichtig ist nochmal zu verstehen, das ist auch nicht ganz offensichtlich in der App, die zwei Angaben, die man auch zusammen mit der Drohne machen musste. Das sind nicht etwa zwingend die Angaben, die die Drohne maximal erreichen kann, nämlich die Höhe und der Radius, sondern dort sollte man immer eingeben, was man in dem aktuellen Einsatz gerade erreichen will an oder ausnutzen will an Höhe und an Radius. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe jetzt hier einen Einsatz, privat oder gewerblich, und habe da ein Objekt, das ist ungefähr 150 Meter von mir entfernt, dann sollte ich eben als Radius 150 oder 180 oder 200 Meter ungefähr eingeben, in denen ich mich bewegen will und auch die Höhe, die ich maximal fliegen will. Und dann wird mir eben für das, was ich vorhabe, was ich hier eingegeben habe, angezeigt, ob ich mich da bewegen darf. Es ist auch eine maximale Höhe, die man eingeben kann, begrenzt auf 150 Metern, weil man in der Regel ja ohnehin nur 100 Meter hochfliegen darf. Also wurde hier die Höhe auf 150 von der Eingabe begrenzt und der Radius eben auf 500 Meter begrenzt. Obwohl die Drohnen natürlich wesentlich mehr schaffen, aber das zeigt auch nochmal, es soll nicht eingegeben werden, was geschafft wird oder was theoretisch möglich ist, sondern was man in diesem Einsatz dann eben gerade ausnutzen will, sozusagen. Und anders funktioniert die App auch nicht, sonst würde die einem immer Flugverbot anzeigen, weil man bei einem theoretischen Radius von der Phantom 4 von 5 Kilometern sicherlich irgendwas immer mit überschneidet. Und es wird eben nicht nur geprüft, wo befinde ich mich gerade, ob das okay ist, sondern es wird geprüft anhand dieser Parameter hier unten, die ich eingegeben habe, ob alles, der gesamte Bereich, in dem ich mich bewegen will, also nicht schon mich bewege, sondern mich bewegen will, ob dieser komplett abgedeckt okay ist. Wir sehen jetzt hier in unserem Fall den grünen Haken, das heißt, hier wäre jetzt alles okay für eine Höhe von maximal 97 Meter und einen Radius von 50 Metern. Wenn ich hier oben den Haken anklicke, kann ich mir auch nochmal genauer anschauen, welche Regeln ich alle erfülle und welche Regeln es sonst noch so gibt. Das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, auch relativ übersichtlich und einfach gestaltet. Problem ist, dass von den Formulierungen einiges da noch nicht sehr sauber stimmt und auch manche Sachen ein bisschen fragwürdig erklärt sind, manchmal in positiver Formulierung, manchmal in negativer Formulierung gemischt. Dann auch Sachen wie zum Beispiel über die Drohnenkennzeichnung, also die Drohnenplaketten, die notwendig sind. Dort wird hier unterschieden zwischen den Gewichtsklassen auch nochmal ab 2 und ab 5 Kilogramm, obwohl per Gesetz ja alles über 250 Gramm Gleiches und der Plakettenpflicht unterliegt. Von daher, und auch jedes Mal hier in der App werden andere Formulierungen verwendet, was ebenfalls ein bisschen verwirrend ist, da ja doch alles eben gleich ist und gleich behandelt wird über 250 Gramm. Dort sind wir aber auch mit der deutschen Flugsicherung schon in Kontakt und die werden das in Kürze in der App dann anscheinend nacharbeiten. Zum Thema Plaketten übrigens gab es von uns ja auch nochmal ein eigenes Video. Welche Plaketten gibt es? Welche sind die sinnvollsten Plaketten? Was müsst ihr bei Plaketten beachten? Hier oben in der Ecke blenden wir euch auch gerade nochmal den Link dazu ein. So, und jetzt sehen wir hier, wir verletzen momentan eben nichts. Sie fliegen nicht höher als 100 Meter zum Beispiel. Sie verletzen keine Flugbeschränkungsgebiete. Sie verletzen keine Flugverbotsgebiete.
Da ist auch manches immer doppelt erwähnt hier. Das ist sicherlich der Algorithmen der App zu schulden. Außerhalb 100 Meter seitlich von begrenzten Justizveranstaltungen, Justizvollzugsanstalten und so weiter. Also relativ viel, was hier gelistet wird, was okay ist. Und hier nochmal die Sachen, die die App nicht prüfen kann, die man selber prüfen muss. Also zum Beispiel, es ist nie nur erlaubt, innerhalb von Sichtweite zu fliegen. Das kann die App natürlich nicht prüfen, ob die 180 Meter, die ich dann zum Beispiel eingebe als theoretische Entfernung, ob die auch wirklich innerhalb der Sichtweite liegen und so weiter. Da muss man sich dann eben selber drum kümmern. Soweit. Wir testen jetzt nochmal ein paar Sachen, wie sich das Ganze ändert, wenn wir hier unten die Daten ändern und wenn dann eben auch Verbote mit hinzukommen. Wenn ich jetzt nur zum Beispiel hier mal die Höhe verändere und gehe mal auf eine Höhe, auch hier schön grafisch animiert, das Ganze kann ich auch hoch und runter ziehen, um es zu beschleunigen. Und ich kann die Werte übrigens auch immer nochmal direkt anklicken, was nicht ersichtlich ist, was wir auch erstmal austesten mussten, um die hier oben direkt digital einzugeben, damit man nicht 500 Werte über Plus und Minus quasi hinterher wechseln muss, sondern eben den Wert direkt eingeben kann. Aber wir geben jetzt mal ein, ich würde gerne 122 Meter hochfliegen und gehe dann wieder zurück in die App. Der Wert ist auch übernommen worden und siehe da, es kommt hier oben gleich ein rotes Ausrufezeichen, obwohl ich Position und Radius nicht verändert habe. Und dann schaue ich einfach mal nach, was ich da getan hat. Und es kommt die Meldung, was ich falsch mache, eben was nicht mehr grün ist. Und zwar die Meldung heißt außerhalb des kontrollierten Luftraumes. Auch ein bisschen komische Formulierung, die nicht so einfach verständlich ist, was man sicherlich besser machen könnte. Prinzipiell soll das aber wohl aussagen, die Flughöhe ist ja allgemein auf 100 Meter begrenzt worden durch die neue Drohnenverordnung und durch die Eingabe eben, dass ich 125 Meter hochfliegen will, bewege ich mich eben über diesen 100 Metern, die ich eigentlich fliegen darf. Und das ist nicht unbedingt zwingend außerhalb des kontrollierten Luftraums, so wie es hier formuliert ist, aber prinzipiell soll das wohl einfach aussagen, dass ich mich einfach von der Höhe dort bewege, wo ich mich nicht mehr bewegen darf. Wenn wir jetzt beispielsweise in der App, die App ist auch gerade am Abstürzen, so wie es aussieht. Ah, jetzt ein bisschen gehangen. Wenn ich jetzt zusätzlich beispielsweise noch eingebe meinen Radius und erhöhe den Radius, hier kann ich jetzt nicht so einfach schön ziehen, sondern müsste hier über Plus ewig drücken, um wesentlich mehr Radius zu kriegen. Dann kann ich hier oben das Editierfenster benutzen und sage jetzt einfach mal 300 Meter Radius will ich fliegen von der Position, wo ich mich befinde. Der wird mir auch schön eingeblendet hier in Radius, wo ich mich bewegen will. Ist alles immer noch rot. Und zwar nicht nur wegen der Flughöhe, die hier nach wie vor noch angezeigt wird, sondern zum Beispiel wird mir jetzt auch angezeigt, ich würde mich dann, wenn ich den Radius voll ausnutzen würde, auch über Naturschutzgebiet oder Nationalparks befinden und über und 100 Meter seitlich von Bundesfernstraßen. Wenn wir auf die Karte gucken, zurück ist da nicht so stabil oder hängt immer ziemlich, muss man noch mal ein bisschen warten, wie wir es eben auch gemacht haben, wahrscheinlich kommt es dann. So, da sind wir wieder. Dann sieht man auch, hier rechts ist eine Autobahn. Das heißt, da bin ich dann wirklich mit diesem Radius sogar schon über der Autobahn. Und ich darf ja nicht nur über Autobahnen nicht fliegen und Hauptverkehrsadern, sondern muss auch 100 Meter Abstand halten. Das heißt, hier bin ich auf jeden Fall schon im verbotenen Bereich. Vorausgesetzt, ich will natürlich nicht genau in die Richtung, also hier nach Westen quasi einfach nur die 300 Meter ausnutzen. In dem Fall dürfte ich natürlich trotzdem starten, weil die Gesetzgebung sieht ja nicht vor, was ich theoretisch machen wollen würde, sondern was ich eben wirklich mache. Und wenn ich mich einfach nur Richtung Westen bewege, würde ich ja gar nicht in den Bereich der Autobahn kommen. Aber das kann die App natürlich nicht wissen. Von daher kann man ihr das nicht zu Lasten legen. Und außerdem sieht man hier, dass mein Radius jetzt hier oben auch den roten Bereich tangiert. Zwar nur ein bisschen, aber trotzdem hier oben überschneidet. Und das sagt uns dann auch gleich aus, was der Bereich hier oben ist, was nicht so einfach zu erkennen war, nämlich eben genau dieses anscheinend Naturschutzgebiet, was bis hier runter geht. Und wenn ich Richtung Norden fliegen wollen würde und dort eben die 300 Meter, die ich angegeben habe, voll ausnutzen wollen würde, dann würde ich eben auch in das Naturschutzgebiet reinfliegen. Wenn ich das jetzt natürlich alles nicht ausnutze, also nicht über 100 Meter fliege und auch die 300 Meter nicht in Richtung Autobahn oder Naturschutzgebiet, sondern in die anderen Richtungen fliege, dann dürfte ich hier natürlich trotzdem starten, obwohl mir die App sagt, ich darf es nicht, weil ich dann eben das nicht hier in die verbotenen Zonen hin ausnutze. Aber prinzipiell hilft mir die App dann einfach schon mal anzuzeigen, Achtung, in der und der Richtung gibt es da einfach Probleme oder da kommst du dann in Konflikt mit der Gesetzgebung und
da ist das dann schon einfach eine super Anzeige, die ich bekomme. Prinzipiell, wenn die App immer meckert, immer schauen, was natürlich relativ einfach ist, sobald ich über 100 Meter bin, bin ich prinzipiell immer schon falsch sozusagen und bekomme immer mindestens mal einen Fehler angezeigt. So, das Ganze kann ich auch, wie gesagt, rauszoomen und für andere Orte benutzen, mich irgendwo anders hinsetzen und bewegen, indem ich einfach hier in der App dann auf einen anderen Ort drücke und den theoretischen Ort auswähle und mir dann dafür anzeigen lassen kann, was darf ich oder was darf ich nicht. Hier unten ist zum Beispiel ein relativ dubioses, abgesperrtes Gebiet. Ich weiß nicht, ob das wirklich alles Naturschutzgebiete sind, ob es so viele in Deutschland gibt, aber dem scheint zumindest so laut Aussage der App. Wir können jetzt mal hier gucken, was da angezeigt wird. Ah, sehr interessant, wusste ich auch nicht. Also hier oben der Fehler immer noch wegen über 100 Metern Höhe. Und der zweite Fehler, der mir angezeigt wird, 100 Meter, also näher als 100 Meter dran oder eben direkt drüber Anlagen der Energieerzeugung und Verteilung. Und das ist wirklich so, das ist hier irgend so ein kleineres Umspannwerk sozusagen und das sind auch Sachen, die man normal sonst gar nicht mitbekommen würde. Deswegen sieht man hier dran schon allein, wie hilfreich die App ist, und um einen solche Sachen anzuzeigen, weil das darf ich laut Drohnenverordnung ja eben auch nicht über Energieerzeugungsanlagen irgendwo in der Nähe fliegen. Und soweit erstmal hierzu. Das ist das, was uns die App anzeigt und ermöglicht. Ich kann hier jederzeit eben durch Drücken auf das Icon rechts unten auch wieder auf die eigene Position zurückzoomen. Und jetzt noch eine spannende Sache, was ich machen kann, aber was dann eben auch von den Datenschutzrichtlinien, die vorhin genannt wurden, eben man erstmal wollen will. Ich kann der App jetzt hier auch sagen, okay, ich starte jetzt. Dann kann ich angeben, zu welchem Zweck, also hier Inspektion, behördliche Aufgaben, Forschung, Tests, sonstige, Hobby und Sport. Ich will mal sonstige, gehe auf Take-off und jetzt bin ich quasi im Fliegen. Die Drohne ist in der Luft, das weiß natürlich die App nicht, aber sie geht einfach davon aus. Sie zählt hier unten die Zeit mit und ich kann dann irgendwann, wenn ich gelandet bin, hier unten auch wieder auf Landen gehen. So, und was ist jetzt passiert? Die Daten werden anscheinend zum einen der deutschen Flugsicherung auch zur Verfügung gestellt, wie wir in den Datenschutzrichtlinien gelesen haben. Zum anderen, was aber eigentlich wieder eine coole Funktion ist, wenn ich hier in das Menü gehe, oben links, und dann auf Logbuch gehe, dann sehe ich hier, was ich mit welchem Modell wo wie geflogen bin. Und gerade für die gewerblichen Nutzer ist ja teilweise laut Drohnenverordnung auch die Führung eines Logbuchs vorgeschrieben und das erfüllt dann das hier ziemlich genau, indem ich halt wirklich sehe, wo ich geflogen bin, wie lange ich geflogen bin. Ich kann in dem Logbuch hier aber allerdings relativ wenig machen, also ich sehe nur wann, aber sonst keine Details. Also von daher stellt sich dann doch die Frage, ob das in der jetzigen Version überhaupt den Richtlinien entspricht und nutzbar ist oder ob es nur der deutschen Flugsicherung hilft, damit die wissen, wo ich gerade rumfliege und ich die Daten hier gar nicht gescheit nutzen kann. Sinnvoll wäre natürlich, wenn mir zumindest der Startpunkt hier angezeigt werden würde, was aktuell nicht der Fall ist, aber vielleicht kommt das Ganze noch. Wir schauen mal, was die App sonst noch hergibt. Wie gesagt, hier oben kann man die Standorte noch suchen, wenn man irgendwo deutschlandweit suchen will. Hier oben kann ich die Drohne auswählen, mit der ich mich gerade bewegen will, zwischen allen Drohnen, die ich angelegt habe. Bei Verwalten von Drohnen kann ich noch weitere Drohnen anlegen oder die vorhandenen bearbeiten. Bei meinem Profil kann ich meine persönlichen Daten nochmal ändern. Bei Einstellungen kann ich auch nur nochmal Höhe und Flugradius aktuell ändern und zwischen Meter und Fuß umschalten, was ich aber auch in der Hauptansicht ja machen kann. Mein Passwort kann ich ändern, das Logbuch haben wir uns eben angeguckt. Sehr dubioser Punkt für eine öffentliche App, die vielleicht sogar, ich bin mir da nicht sicher, mit Steuergeldern bezahlt wurde, aber mehr Informationen führt zum einen zu der Seite von der deutschen Flugsicherung. Gezielte Hinweise zum sicheren Drohnenfliegen, da sind auch nochmal interessante Sachen von der deutschen Flugsicherung hinterlegt. Dummerweise alles aber nicht in der mobilen Ansicht, sondern in der Webansicht. Das heißt, da wäre es sinnvoll, wenn ich das von der App aufrufen kann, ja, das auch ein bisschen schick mobil darzustellen. Ich zeige es euch hier mal, aber das ist dann einfach nur die Internetseite dann nochmal angezeigt, was mir hier auf dem Mobilgerät dann nicht so viel bringt. Wetterinformationen auch für Drohnen, auch immer interessant, da nochmal drüber zu schauen. Das ist der Deutsche Wetterdienst, der aber da einfach nur verlinkt ist und da zumindest eine mobile Ansicht selbst zur Verfügung stellt. Ganz dubios finde ich aber hier den Punkt, weitere Produkte und Apps zu Drohnen. Da komme ich dann
zu einer Seite eisenschmidt.ero, Eisenschmidt GmbH. Das scheint also demnach irgendwas halbwegs Privates zu sein. Das erste Produkt, was mir hier vorgeschlagen wird, ist auch das Produkt Picosch, das Wegmachpulver für spontanes Erbrechen. Finde ich mehr als dubios, dass auf einer quasi staatlichen oder ich weiß nicht, was die deutsche Flugsicherung genau ist, aber irgendwie ja schon eine staatliche oder öffentliche Einrichtung oder irgendwas vom höheren Rang, dann hier solche Sachen irgendwie einzubinden und das Wegmachpulver für spontanes Erbrechen und noch verschiedene andere Sachen, die hier in dem Shop angeboten werden. Ich weiß nicht, wie dieser Shop-Betreiber oder wie auch immer mit der deutschen Flugsicherung zusammenhängt oder mit denen, die die App hier erstellt haben, aber es macht irgendwie einen dubiosen Eindruck, das auch in einer offiziellen App zu haben, zumal wenn man davon ausgeht, dass die App auch bestimmt von Reisenden verwendet wird, die hier in Deutschland mal Urlaub machen und eben auch gucken wollen, wo fliegen sie oder wo fliegen sie nicht. Genauso wie beispielsweise eben jetzt die Dubai-App oder die Emirate-App verwendet wird, wenn man dort mal im Urlaub ist, um zu schauen, wo darf ich da fliegen. Und das macht dann schon hier ein bisschen komisches Bild. Im Übrigen wäre das auch dann ein sinnvoller Punkt, die App dann nochmal international zu übersetzen, also zumindest ins Englische, sodass das eben auch von Reisenden also Besuchern, die nach Deutschland kommen, quasi genutzt werden kann in internationaler Art und Weise. So, und dann haben wir nochmal wieder einen guten Link zu den Luftfahrtbehörden. Die ganze Geschichte mit Aufstiegsgenehmigungen und so weiter ist ja jetzt seit der Drohnenverordnung nicht mehr so kritisch. Aber trotzdem, wenn man gewerblich fliegt und braucht da irgendwelche Sondergenehmigungen, wie auch immer, hat man hier nochmal alle Flugbehörden auf einen Blick quasi. Also das ist nochmal ein sehr guter Link. Und als letztes kann ich noch Feedback geben. Da komme ich dann einfach zu einem E-Mail-Formular, wo ich eben angeben kann, was mir in der App nicht gefällt und so weiter. Das sollte man auch nutzen, dann um Verbesserungen vorzuschlagen. Und über Logout kann ich mich auch wieder aus der App abmelden und bin dann ausgeloggt. Ich kann aber auch meine Daten eben speichern, sodass ich automatisch eingeloggt bleibe, wenn ich die App benutze. Also alles in allem auf jeden Fall eine gute Idee, ein guter Ansatz, da endlich mal ran und rein zu gehen. Andere Länder machen das schon vor. Die Ausführung so mittelmäßig, also die Grundstruktur der App ist gut gestaltet, gut gemacht, auch nicht zu viel auf einmal. An den Details muss aber noch gefeilt werden, also gerade die Sicherheitsmeldungen und so weiter und die Stabilität der App, da sollte man nochmal drüber schauen, die Meldungen auch, dass die nicht doppelt sind. Ja, ansonsten, wie gesagt, eine gute Idee ist unser Fazit. Da ist noch ein bisschen Nacharbeit, aber es ist jetzt auch die erste Version. Also prinzipiell sehr gut, da zumindest schon mal in diesen Bereich reinzugehen. Und wir hoffen, dass da noch was Gescheites draus wird, dass diese dubiosen Werbeeinblendungen da hoffentlich verschwinden und das Ganze dann auch gut genutzt werden kann. Soweit erstmal unser erster Eindruck. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gern einen Daumen hoch dafür hinterlassen und abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal.